Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Renegade Platin. Ja, beim letzten Mal ging es mit den Rematches hier im Überlebensareal weiter. Wir haben die Arenaleiter abgeschlossen und haben mit den Begleitern bereits angefangen. Und ich denke mal, wir werden jetzt mit dem guten Urs weitermachen. Denn ihn hatten wir als, also nach Hyra oder wie ist sie auf Deutsch, Orisa getroffen. Entsprechend machen wir mit ihm nun weiter. Ja, heute wollen wir die Kämpfe auch beenden. Danach werden auf jeden Fall nur noch, also nachdem wir alle letzten 5 Trainer hier besiegt haben. Komm schon. Bleiben eigentlich nur noch die Pokémon-Liga-Rematches über. Und die werden wir natürlich auch angehen. Ist ja klar. Aber ich glaube, dafür muss ich nochmal ein kleines bisschen meine Pokémon erhöhen vom Level. Also den Level noch mal ein bisschen erhöhen. Weil ich glaube, da war Level Cap 89, wenn ich mich nicht irre. Also die Level habe ich mir halt angeguckt. Das ist ja klar. Damit ich mich ein bisschen dran orientieren kann, auf welchem Level ich am besten wäre. Hier gegen Metagross. Komm nochmal Knackrack rein mit einem Erdbeben. Und one-shottet es. Also muss sagen, er hat ein ganz cooles Team. Aber wenn mir das da als nächstes sehr gefällt. Das könnte sogar. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, das könnte ja vielleicht sogar einen Nahkampf tanken. Aber nee. Das tut es nicht. Das ist schön. So, und ja, da ich für Charlie Simple, wisst ihr ja, kommt sie als letztes dran von den Trainern hier. Aber Naro kommt als erstes. Und ich weiß nicht, mit was hat er geleadet? Ich lead einfach mal mit Gardevoir. In dem Bug. Ja, er ist ein Bug. Bekämpfen wir als erstes. Okay, er hat Quirtle. Der hätte ich eigentlich mit Knackrack ganz gut leaden können. Okay, es macht jetzt aber nicht gerade viel Schaden. Das ist schön. Und wir können es rausnehmen. Wunderbar. Das Knorr. Da können wir doch ganz gut Luxtra rausholen. Und das liebe Zwürfinst wegcritten. Wow. Es läuft ziemlich gut. Cloyster. Bleibe ich mal drin. Ja gut, stimmt, das war physisch stark, ne? Und es hat noch eine Antibeere. Ah ja, und das war ja das Teil, was hier die ganze Zeit mit Stachler und Giftstacheln und dem ganzen Gedöns geworfen hat. Eigentlich wäre es nicht verkehrt gewesen, wenn ich hier auf Gardevoir und Energieball gegangen wäre. Wenn ich gerade mal so überlege. Weil auf der speziellen Seite hält das halt gar nichts aus. Das wäre wahrscheinlich sogar ganz intelliklug gewesen. Da bleibe ich jetzt auch einfach mal drin. Bezweifle zwar, dass wir es one-shotten können.
Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach mal nichts gesagt. Umbreon. Da hauen wir mal unser Paferno wieder heraus. Und Close Combatten das mal. Bevor es uns auf die Nerven geht. Das können Nachtara ganz gut. Und Shuttle, ja. Das liebe Potrot, das uns null Schaden macht, obwohl wir minus 2 Verteidigung haben. Der ist minus 3. Und es hat eine Maronbeere, ja. Okay, ich will mal gucken, was Flammenwurf macht. Geht eigentlich. Und es ist sehr verbrannt. Das heißt, eigentlich sollte es jetzt durch Flammenwurf den nächsten Gift-Tick oder auch nicht mehr den Gift-Tick, genau, den Burn-Tick, wollte ich sagen. Aber nee. Den brauchten wir nicht mal. So, und Charlie, meine Waifu in Spee. Ich lieb mal mit Luxtra, weil sie hat ein paar Elektroschwächen. Und sie redet nicht so viel wie die anderen hier. Okay, ja, Luxtra ist schon mal ein guter Lied gegen Starmie. Aber hier bin ich mir definitiv relativ sicher eigentlich, dass sie Starmie nicht im normalen Spiel hatte. Hatten die wirklich nur 5 Pokémon? Und Nummer 6 hat der Mod-Entwickler einfach hinzugepackt. Könnte natürlich sein, ne? Das könnte natürlich sein. Ja, bei ihr sind halt... Ja, sie hat nicht das stärkste Team, sie hat schnelle Pokémon. Aber man muss halt wirklich zugeben... Okay. Oh, gut predicted von mir. Sehr gut predicted von mir. Wie, weil? Weil, habe ich ja, glaube ich, schon mal beim Kampf gegen sie ihr gesagt. Hier, Gewaldro ist hier ein Pflanze-Drachen-Pokémon. Entsprechend hat natürlich die Drachenschwäche. Crobat, ja. Mal gucken, ob... Ja gut, Gardevoir wird nicht schneller sein, glaube ich mal. Aber vielleicht hängt... Wow, nein. Böse, Charlie, ganz böse. Okay, aber Gardevoir... Dachte ich, nope, I don't care. I don't care. Auf Doppelteam habe ich keine Lust. Also lasse ich das. Der letzte Versuch nochmal was zu retten, aber... Ja, mit einem Pokémon... Da müsste schon Arceus himself sein. Sie gibt zu, dass sie vielleicht ein ganz kleines bisschen es mag, mit uns zu kämpfen. Ja, immerhin. So, Lucia. Ich lead einfach mal mit Empoleon. Mal gucken, was es so gibt.
Warum hat hier eigentlich alles und jeder einen Simsala? Warum ist Simsala so ein Scheiß-Pokémon? Ja. Natürlich. Wird irgendwas von mir schnell genug sein? Ich glaube nicht. Empoleon brauche ich aber leider gegen ihr. Wehe, du killst. Bitte nicht. Dankeschön. Gegen ihr Pixie. Was direkt rauskommt. Ja, wunderbar. Dann versuch's mal mit Staraptor. Wenn das nichts wird, muss ich auf jeden Fall mein... Haben wir es ernsthaft? Komm bitte, danke. Ey. Am Ernst. Verliebtheitsstatus ist wirklich für den Arsch. Und eigentlich auch ziemlich böse, ne? Man verliebt sich gerade in dieses, in seinen Gegner. Hauten. Oh, man muss weinen. Ich mag das Teil nicht. Das Teil nervt. Wow. Der hat einfach mal ein Shiny. Okay. Shiny Mammutel. Kann man mal machen. Ein Infernape. Ah, ich bleibe einfach mal drin. Ist ein schneller. Wow. Das wundert mich schon ein bisschen. Lopunny. Lopunny. Alter, warum ist das Teil so schnell? Warum ist das Teil so scheiße? Warum überlebt das Teil? Agility, ja, na toll. Kann das eigentlich auch mal missen mit dem mit Heilscham Kick? Das geht. Definitiv. Aber bei den Gegnern irgendwie nie. Nur wenn sie selber einsetzt, die Attacke, ne? Dann geht sie daneben, aber wenn man... Ja, ansonsten halt nie. Ist schon unfair. Redet der nicht mit einem Staraptor? Ich dann mit Luxtraliden? Ich lieb mal mit Empoleon. So, und der mehr oder weniger stärkste Kampf vor der Liga. Hat das kein Bedroher? Anscheinend nicht. Zumindest habe ich gerade nichts feststellen können. Torterra, ja. Passt. Muss jetzt nicht sein, ne? Überleben einfach alle. Das war verblüffend wenig Schaden. Muss ich mal so sagen, ne? Heracross bleibe ich mal drin. Solange wir schneller sind, was wir sind, das ist schon mal gut. Und das wäre ein totes Heracross gewesen. Wenn der nicht auch schon wieder Focus Sash hätte. Warum haben die alle ein verdammtes Fokusgurt? Muss das sein? Anscheinend.
Ja, und hier triggert das das natürlich nicht, ne? Azumarill. Wird wahrscheinlich rohe Gewalt haben. Und ist halt eine Fee. Ja. Was frage ich mir eigentlich, ob das... Also das habe ich jetzt gedanklich mich gefragt. Aber es war ja abzusehen, dass das Aqua-Chat hat. Verdammte Brio-Attacken. Mein Team ist schon gut geschwächt. Er hat durchaus was drauf. Aber seine letzten beiden Pokémon werden uns nicht mehr besiegen. Nein, definitiv nicht. Snorlax, da kommt mal mein Inferno wieder heraus. Was ziemlich gute Arbeit hier in den letzten Kämpfen geleistet hat und auch gegen ihn. Ja, damit hätten wir es geschafft. Ich reset einfach mal hier alles, ne? Und hock mich neben Charlie am Fernseher, auch wenn ich kein Fernseher gucke, aber man kann ja irgendwas anders gucken. Ja, damit hätten wir soweit alles gemacht, was ich machen wollte, bevor wir die Pokémon-Liga-Rematches angehen werden. Ich weiß nicht, ob ich hier diese Challenge hier noch angehe mit diesen, wie viel waren es, 24 Kämpfen oder so am Stück. Keine Ahnung. Oder ob ich noch die ganzen Mod-exklusiven Legis fange. Aber Moment, da fällt mir noch was ein. Was wir noch machen können. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich habe nämlich gelesen, wenn man den Magmastein hat, was wir nun haben. Muss ich nur noch gucken, wo er war. Nee, das war ein einzelnes Haus. Ich glaube, das war unten bei der Mine. Damit zu Troy geht. Ich glaube, in dem Haus da. Dann gibt er einem noch was. Ah, wir können doch auch gegen ihn kämpfen. Oldu. Okay, er ist für Latios und Latios. Macht er noch irgendwas? Okay, ich denke, man muss die erst fangen. Ja. Ob ich gegen ihn noch kämpfen werde, weiß ich nicht. Eventuell. Vielleicht noch mal einen Bonus-Part oder so. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles auch von dem, was man halt regulär in Platin machen kann, eigentlich gezeigt. Und das war eigentlich so mein Hauptziel. Die ganzen Mod-exklusiven Sachen wie Kampf gegen Lucia, das war jetzt eigentlich auch nur immer ein kleiner Bonus, ne? Den Kampf gibt es ja regulär eigentlich nicht. Was ich eigentlich in den Remakes erhoffe, dass sie dann vielleicht die andere, also das gegengeschlechtliche Person, Lucia oder Lucian oder wie auch immer der Typ heißt, dass der dann auch ein Rivale ist, gegen den man kämpfen kann. Das fände ich in den Remakes auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ja, dann stehen jetzt im nächsten Part nur noch die Liga-Rematches an. Ich werde nochmal mein Team ein bisschen vorbereiten dafür und dann ja, heißt es geht es in die finalen Parts. Von daher war es das erste Mal mit Pokémon Renegade Platin für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte,
Lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn es dann, wie gesagt, mit den Pokémon Liga Rematches losgeht. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.